Herzlich willkommen zurück zu A Link Between Worlds. Ja, das letzte Mal haben wir im Diebesversteck die eine Diebin da gerettet und auch so ein komisches Erz erhalten, damit wir unser Masterschwert stärken können beim Schmied-Typ. Da gehen wir nachher auch noch gleich hin, aber zuerst schauen wir uns mal da ein bisschen um. Was? Ich sehe ja hier zum ersten Mal. Das hier ist die Truhenlotterie, richtig? Hier kannst du dein Glück herausfordern. Gut, wenn du 200 Rubine darfst du drei Truhen deiner Wahl öffnen. Unter den Schätzen in den Truhen soll sich sogar ein Herzteil befinden. Ja, komm, machen wir es einfach mal. Ein Herzteil ist wichtig. Was? Ja, toll. 100 Rubine? 20 Rubine. 300 Rubine! Ah, da in der Mitte wäre das Herz. Alter, ich will das unbedingt haben. Unbedingt. Gib mir das Herzteil. Ich will noch einmal. Yep. So. Ah, das in der Mitte nehmen wir mal nicht. 300 Rubine, sehr schön. Auf jeden Fall machen wir momentan keine Verluste. Das ist ja das Wichtigste. LOL. Ja, 20 Rubine. Ach, oben links wäre es gewesen. Naja, ich kann ja nichts dafür, wenn ich da ein bisschen falsch liege. Aber wir bekommen ein Herzteil und das ist das Letzte, das uns noch fehlt, damit wir... Scheiße, damit wir einen weiteren Herzcontainer haben. Ach, gib mir 300 Rubine, Mann, sonst mache ich voll den Verlust. Ah. Mann. Komm, das muss schon klappen da. Ich hoffe es auf jeden Fall irgendwann mal. Ja, nehmen wir mal den da. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir schon 10 Herzcontainer. Aber wir können ja noch 2 öffnen. Vielleicht bekommen wir wieder 300 Rubine irgendwo. Komm, gib mir schon 300 Rubine. Ja, sehr schön. Ja, also jetzt haben wir einen riesen Gewinn gemacht, etwa 700 Rubine Gewinn und ein Herzteil haben wir auch gleich noch bekommen. Sehr schön, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Was gibt's denn hier noch so anzuschauen? Es gibt bestimmt noch mehr Sachen da. Hey, Kleiner, was denkst du? Dieses Dorf ist ganz schön heruntergekommen, nicht wahr? Ja, wir haben mit dem schon einmal geredet. Das haben wir ja gebraucht, damit wir überhaupt in das Diebesversteck kommen konnten, also... Diese Gesang da, die haben ja so einen Code. Das ist ja ein Huhn. Das ist nicht böse, eigentlich. Naja, gehen wir einfach mal zurück zu der Schmiede da oben. So, und speichern können wir nachher auch noch gleich. Aber zuerst mal zu dem Typ da. Wen haben wir denn da? Ach ja, den kleinen Bengel, den die Frau des Schmieds angeschleppt hat. Jetzt komme ich bloß wieder in die Quere und störe mich nicht bei der Arbeit. Andererseits bist du... Bei der jetzigen Laune des Meisters ist einem sowieso die Lust auf Arbeit vergangen. Wieso versteckt er mein Schwert nicht? Okay, was du meinst. Egal. Das heißt, glaube ich, dass wir nach Hyrule sollten. Weil da finde ich momentan nichts. Nein, Pausen sind was für Noobs. Aber auf jeden Fall. Ja. Wir gehen zuerst einmal wieder zurück nach Hyrule. Nachdem wir das Teil da besiegt haben. Ha. Und aua! Dummes Arschloch. Oh, lass mich in Ruhe. Kann ich da oben rein? Ui. Ich will wissen, ob da irgendetwas Interessantes ist. Das Gegner? Nee. Hallo, Hübsche, wie wär's mit einem Spielchen? Ja. Hallo, mein Freund, willkommen beim grandiosen, wundervollen, bombastischen Oktoball. Ein Spiel kostet 50 Rubine, da musst du mitspielen. Das wollte ich hören, mach dich auf 30 Bälle gefasst. Wahrscheinlich bekommen wir da... Wahrscheinlich bekommen wir da auch wieder... Ach, shit, Mann. Ein Herzteil, wenn wir da ein bisschen besser sind. Huh?
Scheiße. Oh Mann, wieso fail ich da jeden Schuss? Naja, fast jeden auf jeden Fall. Ja, wie soll ich den Raben da oben treffen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das genau steuern muss. Okay. Ach, wieso failst du, Link? Link! Mann! Naja, bekommen wir wohl ein Herzteil oder nicht? Wie viele Punkte brauchen wir? Naja, viele Rubine waren das ja nicht unbedingt. Ja, und das war's. 21 Rubine hast du erspielt. Ja, komm, wir machen gleich noch einmal. Wir machen zwar mega Verlust, aber... Ja, Winkel kann ich wechseln, mehr geht nicht. Ach, shit, Mann. Ja, toll. Das geht irgendwo hin, Mann. Er kann ja nicht nach links oder rechts schießen. Er kann nur nach vorne und nach hinten drehen da. Das heißt, wie soll ich den großen Krug da treffen? Das geht gar nicht. Nee, jetzt im Ernst. Ja, toll. Toll. Hey, das ist unfair. Scheiße. Okay, das ist ein richtiger Fail, Alter. Nur so wenig Rubine die ganze Zeit und ja, sonst nichts. Oh, cool. Der hat 20 Punkte gegeben. Ja, okay, das ist ja mal nicht schlecht. Sehr schön, schon wieder. Ja, okay. Ach, shit. Vielleicht bekommen wir jetzt dadurch ja ein Herzteil. Wer weiß. Yeah. Ja, und das war's. 53 Rubine. Ein neuer Rekord. Nein, ich hab genug. Und wie soll man denn da ein Herzteil bekommen? Das ist ja unmöglich. Ein Mai Mai. Cool. Vielleicht hat der ja Tipps für mich. Verwende das Schiebepad, um in einem anderen Winkel zu schlagen. Ja, das weiß ich ja auch. Naja, egal. Das war ein kleiner Fail, würde ich mal meinen. Also Verluste haben wir leider hinnehmen müssen. Aber, naja. Stirb. Wir müssen zu unserem Haus zurück. Geh weg. So. Also, Ravio hat ja den Sandstab bekommen. Wieder. So, hat er mir noch etwas zu sagen? Überall in Hyrule haben sich... Ja, das weiß ich. Okay, selbst hinter seinem Haus gibt es noch so ein Ding. Gehen wir auch gleich hin. Aber zuerst zu ihm, dann zum Schmied. Und ja, dann sehen wir mal weiter. Kleiner Held, der Gegenstand, auf den du so lange warten musstest, wurde endlich zurückgegeben. Der Sandstab. Was das für ein Gegenstand ist, fragst du dich? Was darum so toll sein soll? Sieh ihn dir schnell an, bevor ein anderer Kunde ihn wieder ausleiht. Okay. Du interessierst dich für den Sandstab? Ausleihen kostet 50 Rubine. Also man lässt gewaltige Sandsäulen erstehen, nur verwendbar, wo es auch Sand gibt. Also den leihen wir zuerst einmal nur. Und kaufen können wir ja noch etwas anderes. Nein, nein, ich mache ihn schon nicht kaputt. Den Feuerstab würde ich noch gerne kaufen. 1200 Rubine? Zu teuer. Wir kaufen zuerst das Billige. Ja. Ja. Dankeschön. Und ja, kaufen wir den Hammer auch gleich. Ja, kaufen. Dankeschön.
Gut, dann können wir jetzt wieder rausgehen. Wir sind wieder bankrott. Wir hätten vielleicht ein bisschen Rubine aussparen sollen. Ja, stier! So, zuerst einmal speichern, dann gehen wir zum Schmied und dann nach Kakariko. Beim Schmied will ich eigentlich das ausprobieren wegen dem Schwert. Wir haben ja so ein komisches Erz da, Moment. Da hinten. Mastererz, damit kann der Schmied das Masterschwert noch stärker machen. Und das würde ich gerne ausnutzen. Also Schmied, komm her. Hallihallo. Hey, Link, Gris ist nirgends zu finden. Wir haben schon überall nach ihm gesucht, aber er ist wie vom Erdboden verschluckt. Er wurde doch hoffentlich nicht von diesen Monstern entführt. Nein, das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, oder? Sag mir, dass ihm nichts passiert ist. Verzeihung, da fällt mir ein, Link. Hey, hast du da etwa ein Mastererz? Wo hast du denn ein derart seltenes Material aufgetrieben? Leider kann ich dein Schwert erst veredeln, wenn du mir 2 Brocken bringst. Ach, schade, schade. Hast du denn Rosso mal gesehen? Zu seiner üblichen Zeit ist er nicht aufgetaucht. Wenn wir von Rosso kein Erz bekommen, können wir unsere Arbeit nicht erledigen. Das mit Rosso muss ich mir echt noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Denn wir waren ja bereits in der Rosser Steinbruch, aber gefunden haben wir ihn nicht. Naja, auf jeden Fall gehen wir mal zu dem einen Typ da. Truhenlotterie ist das? Nope, brauchen wir nicht. Das ist das Bienenhaus. So, vielleicht ist ja das Haus von dem Typ. Nope. Aber irgendwo hier gibt es ein Mai Mai. Und was ist denn da los? Ich warte vor der Kirche auf dich. Nutzer. Hä? Ah, das ist ein Shadow Link. Sehe ich das richtig? Kopfgeld 50. Okay. Es stehen einige Schilder hier für Schattenlinks, denen du via Streetpass begegnet bist. Wird wahrscheinlich mein Bruder sein, da er das Zelda auch zockt. Das ist ja ein weiterer Grund, wieso ich überhaupt noch den 3DS Special Edition XL gekauft habe. Damit er auch noch zocken kann, da wir nicht immer abwechseln wollen. Das ist zu anstrengend. Aua. Ich will zur Kirche. Ich will mal gegen den Shadow Link da antreten. Und mich wundern, ob der stark ist oder wie das genau ist. So, wo ist die Kirche? Da drüben. Geh weg. Da ist er. Schattenlink. Mein Name ist Varnis. Ah, ist doch nicht mein Bruder. Und ich bin über Streetpass in diese Welt gekommen. Möchtest du den Kampf mit den Gegenständen beginnen, die du ausgerüstet hast? Nein. Ich will Bogen und Feuerstab. Doch, so ist glaube ich gut. Ja, komm. Mal sehen, wie das ist. Nämlich jetzt echt Wunder. 50 bekommen wir nur. Seine Ausrüstung ist eher schwach. Aua. Ah, geile Musik, Mann, von Super Smash. Okay, er hat aber noch nicht das Masterschwert. Ich schon. Okay, das ist noch geil gemacht, Alter. Gefällt mir. Aber er ist noch relativ schwach. Also ich meine, ich bin viel weiter als er. Das ist das, was ich sagen wollte. Deswegen bekommen wir auch nur 50 Rubine. Naja, auf jeden Fall haben wir schon unseren ersten Sieg hinter uns. Das gefällt mir. Ja, okay, aber wir gehen zuerst mal wieder zurück nach Kakariko. So. Und wir müssen immer noch das Haus von dem Saharaslan suchen, oder wie auch immer das heißt. Das sind nur 50 Rubine, sonst nichts. Wo ist denn sein Haus? Nee, wie gesagt, das ist es. Da oben links könnte es sein. Das da ist es ja auch nicht, da war ich vorhin schon. Eben das da könnte es noch sein. Krämer. Nee, der hat es bestimmt nicht. Aber vielleicht hat er irgendwie neue Items. Könnte ja sein, wer weiß. Das könnte ich noch kaufen. Haben wir genug Rubine?
30 Rubine kostet das. Gut. Das ist ja, so viel ich weiß, das, was den Gegner betäuben kann. Und das da, habe ich keine Ahnung, was das macht. Kaufen wir einfach mal. Fluchtfrucht. Okay, damit können wir also wohl flüchten und mit dem anderen können wir die Gegner betäuben. Gut, das Haus von dem anderen ist aber hier oben, genau. Ich kann mich wieder erinnern. Da ist es nicht. Da ist es, gut. Also gehen wir wieder nach Low Rule. Boof. Okay, und was ist jetzt los? Ich kann mich nicht bewegen. Ah, Hilda. Link, Held von Hyrule, dort liegt der Skelettwald. Anders als den Wald in deiner Welt umgibt ihn eine Aura des Bösen. Du wirst Kreaturen begegnen, die schrecklicher sind als alles, was du bisher gesehen hast. Dort wartet ein Weiser mit gutem Herzen auf Rettung. Nimm all deinen Mut zusammen und rette ihn. Dies sind die Worte von Hilda von Lorule. Wenn du meinst... Hier hat es ein Mai-Mai. Sehr schön. So, gib mir das. Aber bevor wir da in den Skelettwald gehen, werden wir im nächsten Part, oder wenn es sogar besser geht, im übernächsten, ich will mich ein bisschen in Lorule erkundigen. Dummes Schild, das der da hat. Ja, zoomen wir jetzt erstmal an. Wie könnte er gar nicht... Ups. Tut mir leid. Ich habe mich auf die Minimap geachtet und nicht da oben. Ein Herzheil. Ich sag doch, da hat es ein bisschen mehr auf sich. So, uns fehlen nur noch 3 Stück und wir haben wieder bereits einen Herzcontainer. Ja, aber das dauert bestimmt noch ein bisschen. Aber ja, gehen wir mal da nach oben. Ach shit, man, ich hasse die Kreaturen da. Die überleben so viel, das glaubt man ja nicht. Ah, scheiß, die wandern. Kannst doch mal. Oh shit. Das vergesse ich auch die ganze Zeit, dass ich mich selber verletzen kann mit dem. Stirb! Irgendwo, ah, da unten ist ein Mai-Mai. Holen wir auch gleich. Ups. So, wie viel Stück haben wir? Wir haben 29 Stück. Das ist schon fast ein Drittel von dem, was wir eigentlich gebrauchen. Ja. Oh, shit. Stirb, dummes Arschloch. Ja, also wie gesagt, wir erkunden einfach ein bisschen da die Welt, wo wir gerade sind. Also Lorule. Ja. Da geht es weiter, da wollen wir nicht hin. Da müssen wir schlussendlich eben hin. Aber ich will noch ein bisschen mehr sehen von der Welt. Und ja, vielleicht finden wir da auch ein paar Herzteile, oder? Hier irgendwo gibt's... Ah, aha. Wir haben unser 30. Mai-Mai gefunden. Stirb. Oh, ein Herz. Ja, was sind dann das für dumme Krähen? Ah, das sind Hühner. Tut mir leid. Tut mir leid, Hühner. Das wollte ich nicht. Also, da hinten ist wieder so ein Portal, das nach Hyrule führt. Und da oben ist ein Herzteil. Wie bekomme ich da... Oh, shit, geh da weg. Wie komme ich da oben hin? Moment mal. Es kommt... Hä, wie sollten wir bitte schon da nach oben kommen? Ach so, ich weiß wie. Ist ja einfacher, als ich eigentlich gedacht habe. Wir müssen da kurz wieder nach oben, dann das Huhn nehmen und dann rüberfliegen. So, komm schon. Was? Hat nicht gereicht. Scheiße, vielleicht hätte ich loslassen müssen. Vielleicht. Mal sehen. Hat auf jeden Fall jetzt gerade nicht geklappt. Vielleicht müssen wir auch von einem anderen Winkel fliegen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Mal sehen. Also, da könnten wir rüber und von da. Ja, ist ja fast das gleiche, aber komm. Wenn wir mit den Gills gehen, wir eben von da. Lol, was soll die Kacke? Dummes Huhn. Mann. Ich will unbedingt das Herzteil da oben haben. Also, vorher beende ich den Part nicht.
Also komm schon her. Also von dort rutschen wir ab. Vielleicht kommen wir ja so rüber. Ui, ja. Das funktioniert. Sehr schön. Ja, cool. Wir haben schon wieder zwei Herzteile. Und wir gehen da mal wieder kurz rüber. Vielleicht ist jetzt da so ein Secret sozusagen, dass wir von Lorule nach Hyrule müssen, um etwas zu bekommen. Nope. Das ist nur in seiner Höhle da. Was ist denn in der Höhle drin? Nichts. Okay. Ja gut, dann würde ich mal meinen, dass wir den Party beenden werden. Und den Typ da, also das Rennen, werde ich offscreen mal machen, weil ich schaffe das so nicht. Es ist zu ungemütlich. So wie ich den 3DS da halten muss und dann noch so schnell wie möglich ein Rennen zu machen. Das ist echt zu anstrengend. Glaub mir. Und ja, ich werde mich dann noch erkundigen wegen Rosso, wie auch immer der heißt. Dort, wo wir schon mal einen ganzen Part darüber gemacht haben. Dort beim Berg da oben in Hyrule. Und zwar will ich da oben noch etwas machen, logischerweise. Also, es muss irgendetwas Spezielles da sein. Irgendetwas, ein Herzteil vielleicht. Ups, Hund darf mich nicht angreifen. Das vergesse ich die ganze Zeit. Lass mich. Ja, da wäre das Skelettwald, aber da werden wir im nächsten Part irgendetwas darüber machen. Oder wenn ich etwas über Rosse herausgefunden habe, dann werde ich darüber etwas machen. Aber bis es soweit ist, werden wir noch abwarten und Tee trinken, ne? Also Leute, haut rein!